Grüß Gott, ihr Lieben! Ich habe heute mal ein etwas anderes Video für euch. Und zwar habe ich ein paar Tipps gegen Heimweh zusammengestellt. Ich bin ja jetzt wieder in München und der Abschied war doch sehr, sehr emotional. Und meine Schwester, die hatte dann die Idee, einfach mal ein paar Tipps gegen Heimweh zusammenzustellen. Viel Spaß! Hier ist die Kathi. Ja, ach, ganz gut. Naja, und das kann sich dann auch mal um ein paar Stunden handeln. Ich muss ja schließlich erzählen, was ich so erlebt habe, wie ich geschlafen habe, was ich so mache, was ich denke, was ich auf meinem Herzen habe. Ich habe halt viel zu erzählen. Was ich auch richtig gut finde, sind persönliche Gegenstände von Freunden. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr diese Socken hier geschenkt bekommen von einer Freundin. Hallo Alina. Das sind nicht irgendwelche Socken, das sind Giraffensocken. Und ich liebe ja Giraffen. Die finde ich total super. Und ja, wenn ich dann Heimweh habe, dann ziehe ich die einfach an. Abends vorm Fernseher oder so, beim Chillen, keine Ahnung. Und das finde ich einfach richtig, richtig klasse. Ja, und wenn da draußen zu warm ist, wie jetzt im Sommer, dann nehme ich die einfach so in die Hand oder kuschel mit denen oder nimm eine Nase. Oh, geil, Socken! Was ich eigentlich auch immer mache, wenn ich von zu Hause weggehe, ich nehme mir persönliche Fotos mit und tapeziere damit meine Wände. Nach kurzer Zeit sieht man auch schon, dass ich eingezogen bin. Wenn man sich einsam fühlt, dann fährt man einfach in die Stadt und sucht sich halt neue Freunde. Ganz easy. Die Dame mit dem pinken Rucksack. Moment, stehen bleiben. Nicht da reingehen, bitte. Stehen bleiben. Können Sie mal eben... Moment, nicht von mir wegfahren. Hallo. Können Sie mal kurz stehen bleiben. Hallo. Boah, ich verstehe gar nicht, warum die mal wegrennen. Ich will nur einen sozialen Kontakt. Mehr nicht. Shoppen geht immer. Vor meiner Abreise habe ich mir noch dieses Buch hier gekauft. Das ist ein Blankobuch und ich habe daraus ein Fotoalbum gemacht. Und zwar habe ich da meine Freunde reingeklebt und meine Familie, mein Hund. Und die meisten haben mir dann auch noch was Nettes reingeschrieben. Leider konnten nicht mehr alle reinschreiben, weil es war doch eine spontane Aktion von mir. Ja, und wenn ich Heimweh habe, dann lese ich mir einfach die Seiten durch oder schaue mir einfach nur die Bilder an. Idee. Und wenn wirklich gar nichts hilft, dann greift man zur Schokolade. Die hilft einem immer. Ah. Mein Bruder isst auch so gerne Schokolade. Und meine Schwester. Auch Kackidee. Solltet ihr aber einen eurer Lieben um euch haben, dann lasst euch in den Arm nehmen. Das ist wirklich die allerbeste Medizin gegen Heimweh und hilft definitiv.
Jetzt habe ich voll geschwimmt. Diese Leidenschaft. Hä? Diese Leidenschaft. I want to. Okay.